Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, was Rachel angeht, ich habe mal geguckt, wie ich das wieder aufbessern könnte mit ihr. Und dazu bräuchte ich so einen Zauber, so einen Witzezauber heißt das, oder eine Witzerolle oder sowas, das ich an ihr anwenden muss. So könnte ich das vielleicht wieder gut machen mit ihr. Deswegen versuche ich jetzt erst einmal an so eine Rolle zu kommen und mache erstmal ein paar andere Quests. Hast du schon einmal eins dieser goldenen Bruchstücke gesehen, Craig? Hast du schon mal eins dieser goldenen Bruchstücke gesehen? Ja, ich weiß davon. Oscar sucht diese komischen Bruchstücke, um ein Schwert für den Don daraus zu machen. Und weiter? Naja, ich habe eins dieser Bruchstücke. Oscar wollte es mir schon abkaufen. Aber weißt du, für die paar Kröten, die er mir geben wollte... Nee, dann behalte ich es lieber. Verkauf mir dein goldenes Bruchstück. Verkauf mir dein goldenes Bruchstück. Na gut, 100 Gold. Komm, gut, mach mal. Alles klar, hier hast du das Ding. Über den Kampf kannst du mir was beibringen? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Schwert. Unterrichte mich im Schwertkampf. Ich erkläre dir mal, wie man eine Konterparade schlägt. Wenn dein Gegner dich mit Schlägen eindeckt und du keine Chance siehst, ihn selber zu attackieren, musst du seine Waffe zur Seite schlagen. Wenn er dann schutzlos ist, musst du direkt angreifen. Das hört sich leichter an, als es ist. Du brauchst ein gutes Gefühl für den richtigen Moment. Aber mit ein bisschen Übung wirst du das schon schaffen. Aber vergiss eines nicht. Das funktioniert nur, wenn dein Gegner dich angreift. Konzentriert er sich auf seine eigene Parade, kannst du diesen Trick vergessen. Okay, Schwert 3 könnte ich noch machen, aber ich lasse es mal. So, wie sieht das jetzt? Ne, woanders? Hier. Schwertkampf sind wir jetzt auf Stufe 2, okay. So, Was gibt's? Nein, jetzt nicht. Ich speichere das trotzdem mal. Kann sein, dass wir... Ich habe blöderweise... Ja, bei Rachel ist verkackt, wenn ich diese Spruchrolle kriege. Könnte ich das vielleicht wieder hinkriegen mit Rachel? Aber ich suche mal nach, den einen verschwundenen Banditen. Mit Y kann ich eine Konterparade machen. Kann sein, dass der Bandit hier ist, den ich suche. So, erstmal weg. Das sind doch ein bisschen viele hier. Dann werde ich nicht überleben. Gegen so viel. 4 Stück sind das. Nee, das sind sogar noch mehr. Doch ein bisschen mehr, wenn ich die alle. Louis? Ich helfe dir! Ja, hilf mir bitte. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Das hier. Das war zuletzt gespeichert. Okay, das sind doch ein bisschen viele Grabmotten. Okay, hier komme ich nicht weiter. Da sind auch ein bisschen viele. Ich weiß aber nicht, wie ich weiterkomme. Jetzt gerade. Boah, wäre jetzt doof, wenn ich mich wirklich den Inquisitor anschließen müsste, um voranzukommen. Kommt man da hoch? Nee. Ich würde mich denen lieber nicht anschließen wollen, aber wenn ich hier nicht weiterkomme mit den Banditen, dann bleiben mir nur noch die übrig.
Gibt's hier auch noch jemanden oder irgendwas zum Einsammeln finden? Ein Wolf? Ja. Tja. Kämpfen ist ein bisschen doof. Keine Ahnung, wie ich sonst das machen soll. Herrlich. Ich glaube, ich komme hier sonst gar nicht weiter. Könntest du nochmal versuchen, mit Rachel zu reden? Aber ich brauche diesen Witze-Dings hier. Die Witze-Rolle. Oder vielleicht verkauft mir das auch irgendjemand. Ein bisschen Mana haben wir, ja? Wer handelt mit mir alles? Lorenzo? Lass uns deine Tempelruine ausheben, komm. Lass uns deine Tempelruine ausheben. Ach, sieh an. Hast doch Interesse. So, dann los. Folge mir. Einen Moment. Ich gehe voran. Ja, mach das. Ach, nach da oben. Okay. Also mit ihm zusammen gehe ich hier. So, du Großmaul. Hier sieht uns keiner. Jetzt unterhalten wir uns mal ein paar Takte. Ich hab's geahnt. Typen wie dich kenne ich, die machen nur Ärger. Und wo ist denn jetzt dein toller Tempel? Wo ist denn jetzt dein toller Tempel? Tempel? Ich geb dir gleich Tempel. Wir beide sind jetzt ganz unter uns. Und du wirst mir jetzt dein Gold geben. Lass uns drüber reden. Ich will nicht mit dir reden. Ich will, dass du aus dem Lager verschwindest. Jeder Penner, der hier herumlungert, kostet mich nur einen Anteil an dem Gold. Bringen wir es hinter uns. Zieh deine Waffe. Jetzt sprichst du meine Sprache, Arschloch. Na dann mal los! Nein! Nicht die Waffe einstecken. So ist es richtig. Mist! Nein! Jetzt bin ich auch nur gestorben. Okay, Lorenzo lassen wir auch mal. Okay, 10 Minuten schon dabei und nur gestorben. Nix kriegen wir hin. Okay, Lorenzo, nee, zu dem gehe ich jetzt nicht. Kann ich mit ihm nochmal reden? Kann ich nur sagen, mach deinen Scheiß allein, aber ich weiß nicht. Gerade nicht. Ich weiß sonst gar nicht, was ich machen soll. Da hinten geht's ja auch noch weiter. Ist das die Arena? Sieht ein bisschen aus wie eine Arena. Hier gibt's noch jemanden. Wer bist denn du? Danny! Was machst du denn hier oben? Mich verstecken. Du bist ein Arbeiter. Du bist ein Arbeiter? Ja klar, das sieht man doch, oder? Die meiste Zeit verbringe ich mit Graben. Hab mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Werde ich auch nicht mehr. Und wovor versteckst du dich? Wovor versteckst du dich? Vor der Arbeit. Aha.
Nein, nein, nicht was du denkst. Ich mache gerne meinen Job. Aber an meinem Arbeitsplatz, mitten im Sumpf, an der Ausgrabungsstelle, sind so eklige Insekten. Wenn die Kämpfer die Dinger nicht endlich wegmachen, gehe ich nicht wieder zurück an die Arbeit. Wer von den Kämpfern ist denn für deine Ausgrabungsstelle zuständig? Ricardo ist mir zugeteilt worden. Er war aber lange nicht mehr da. Naja, er wird bestimmt bald wieder an der Ausgrabungsstelle auftauchen. Wer weiß. Erzähl mir ein bisschen was über deine Arbeit. Was denn? Über das Graben? Das kann jeder, auch du. Du schnappst dir eine Schaufel und suchst dir eine sandige Stelle an einer der Ausgrabungsstellen, die vielversprechend aussieht. Dann steckst du die Schaufel in die Erde und gräbst. Wenn man Glück hat, findet man manchmal sogar was. Probier's doch mal aus. Was weißt du über ein gewisses goldenes Schwert? Hab davon gehört. Ich glaube auch ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben. Ach. Ja, ich wollte es gerade bergen, da kamen diese riesigen Insekten. Verstehe. Ich werde mit Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ja, bitte, tu das. Ich warte so lange. Danny braucht Unterstützung. Deine ekligen Insekten sind weg. Du kannst wieder zur Arbeit. Sind sie auch wirklich nicht mehr da? Nein, wirklich nicht. Na gut, ich glaube dir. Dann will ich mal wieder an die Arbeit gehen, was? Okay, nice. So, hier haben wir noch ein Heilkraut. Minze. Da geht's auch noch weiter. Ich will jetzt mal an die Truhe. Einfache Truhe. Gold. Bolzen. Große Heiltank. Nice. Was gibt's hier? Nichts. Warte mal, da geht's ja auch noch. Wohin? Wie kann ich mich ducken? Passieren kann. Der erzählt doch viel, wenn kann ich ihm schon mal ein Stück vom Schwert geben? Ich hörte, Craig hat eines dieser goldenen Bruchstücke? Das behauptet er jedenfalls. Der alte Halsabschneider will aber einen Haufen Gold dafür. Ist ja reizend. Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ich hatte es wohl vergessen. Du hast ihm doch nicht etwa das Gold gegeben, das er haben wollte, oder? Reden wir nicht drüber. Na schön, wie du meinst. Zeig mir deine Ware. Hat er Rüstung? Zweihänder, Bastardschwert. Nötigte Stärke 40. Oh. Den habe ich. Vorschlaghammer, Leichtstahl, Bartaxt, Rabenschnabel, Speer. Holzschild. Wie viel Gold habe ich? 155. Schmiedehammer, Dietriche, Bernstein. Okay, so, den Knüppel drehe ich ihm mal an. So, habe ich hier sonst noch irgendwie was, was ich ihm andrehen kann? Eisenerzbrocken. So, kleiner Diamant. Hier mit folgenden Zutaten zur Goldschmiede. Goldbrocken, kleiner Diamant. Man kann Ringe daraus erstellen. Ja, ich will keine Ringe jetzt herstellen. So, davon 11 Stück. Die Zähne darf er haben. Das hier darf er haben. Die Schlüssel. Ja, ich krieg 19 Gold sogar. So. Das speichere ich mal. Nur um sicher zu gehen. Mit Schild fühle ich mich schon mal ein bisschen sicherer, aber ich brauche eine Rüstung. Ich kann
kann mit Sam jetzt nicht noch weiter was klären. So, Danny? Ich brauche Ruhe. Kann ich hier graben? Ach, hier habe ich schon alles. Warte, ich habe da was gehört. Hier ist irgendwo was. Hier ist irgendwo was, was ich nicht sehe. Da. Ist ja auch noch jemand. Ach, das ist Dark. Okay. Da vorne gibt es auch noch Feuerchen. Wer könnte das sein? Ich speichere vielleicht vorsichtshalber. Da ist ja jemand. Genau, die Moorleiche. Können mir die anderen helfen gegen den? Ich traue mich nicht alleine gegen ihn. Wo ist er? Da. Jetzt rennt er auf einmal. Ja, super. Hilfe! Louis! Und jetzt bin ich tot. Aber mit bisschen Hilfe kriegen wir den Kleinen. Ist in der Truhe auch noch was? Gold? Hilfe! Nimm dich in Acht! Da! Da ist was! Oh, er hat eine Waffe. Kannst du nicht aufpassen? Nimm dich in Acht! Nein, steck die euch! Kommt, haut alle auch mal ein bisschen auf ihn drauf. Los! Du schaffst es! So ist's recht. Wieder machen muss man die. Kaltes Herz erhalten. So, der war da vorne. Das hört sich an, als wären hier noch mehr Viecher. Hier habe ich alles. So, ich brate mal 8 Stück. Sieht richtig lecker aus. Noch irgendwas zum Einsammeln? Ui.
Jetzt weiß ich, was da geknabbert hatte. Ach komm, Louis. Solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Oh Mann, jetzt fängst du auch noch an. All das geht hier den Bach runter und ich soll mir den Stein verrenken? Nee, lass mal. Ich trinke mir lieber einen. Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagen gehst. Nee, nee. Dann muss ich mich ja bewegen. Mach du. Ich kann nicht. Du wirst jetzt jagen gehen. Sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir eine Furcht. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Was meinst du dazu? Okay, komm. Also gut. Ich erledige die wuseligen Viecher. In Ordnung. Ich warte hier so lange. Wuselige Ratten. Ich hoffe, wenn ich das erledige, kann ich dann irgendwann wieder mit Rachel reden. Und sonst brauche ich wirklich so eine Schriftrolle. So, hier, Bett. Ansonsten, ich habe das dann mit den Banditen verkackt. Dann muss ich mich doch der Inquisition anschließen. Wenn ich genug Sachen... Achso, warte. Danny arbeitet wieder. Ja, gut. Hab's registriert. Ist dir egal, was? Naja, nicht ganz. Danke. Nimm dies. Wen muss ich noch zur Arbeit schicken? Dann sollen hier im Süden noch ein paar Ratten geben. Louis, ich könnte dann... Ja, danke! Wo ist das Fleisch? Da. Ah, okay. So kann ich das mit den Schnelldingern machen. Okay. Dann holen wir uns noch eine Ratte. Es mussten ja 3 sein. Da ist die letzte. Alter! Die sind übel. Aber wir haben die alle jetzt erledigt. So, wo ist mein 30 Gold? Die wuseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Ja, hast du 30 Goldmünzen? Moment mal, das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey, dann eben 25, mehr habe ich sowieso nicht. Jetzt müssen die Viecher nur noch ausgenommen und das Fleisch ins Lager gebracht werden. Das machst du am besten selber. Ich bin zu besoffen. Du bist echt der Größte, weißt du das? Hab ich denn noch ein Bier? Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Hier, bring mir was über die Jagd. Hier. Bring mir was über die Jagd bei. Also gut.
Wenn ich mal Zeit hab, werde ich dir ein paar Takte erzählen. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Geschick, Bogen, Schleichen. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Okay, dann haben wir jetzt Schleichen auch gelernt. Was hast du vor? Ah, okay, so schleichen wir. So, Rachel? Ich spreche nicht mit Dean. Ich glaube, das habe ich wirklich jetzt verkackt. So, speichern in der kleinen Ruine. Dann müssen wir jetzt mit Lorenzo noch ein Kämpfchen machen, der da oben auf uns wartet. Lass uns weitergehen. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. So, du Grund. Wo ist denn jetzt der? Das kennen wir ja schon. Bring. Na dann mal los. Hey. Habe ich eine Belohnung verdient. Nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Vor allem, das Kämpfen ist doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hatte. Oder vielleicht erstmal Craig? Du warst doch... ich will in eurer Arena kämpfen. Ich will in eurer Arena kämpfen. Das wollte ich hören. Na dann, viel Glück. Aber merkt dir, wenn einer am Boden liegt, ist der Kampf vorbei. Wenn du nachtrittst oder jemanden tötest, wird man dich zur Rechenschaft ziehen, klar? Klar. Kämpft euer Anführer Broga auch in der Arena? Kämpft euer Anführer Broga auch in der Arena? Das solltest du lieber nicht fragen, Junge. Allein die Frage würde ihn schon aufregen. Ich glaube, das lassen wir lieber. Wieso? Weil du dich besser nicht mit ihm anlegst. Nicht einmal bei einem harmlosen Wettkampf in unserer Arena, verstehst du? So, so. Du bist doch auch Kämpfer. Kämpf mit mir in der Arena. Du bist doch auch Kämpfer. Kämpf mit mir in der Arena. Ach, Junge, ich hatte befürchtet, dass das kommt. Hast du dir das auch gut überlegt? Nein. Vielleicht solltest du es erstmal mit einem leichteren Gegner versuchen. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Ich will spielen. Ich will spielen. Na dann lass mal hören. Auf was willst du setzen? Ich kämpfe gegen Ricardo und werde gewinnen. Ich werde Lorenzo in der Arena besiegen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena 100. Okay, ich will erstmal gegen Ricardo. Ich kämpfe gegen Ricardo und werde gewinnen. In Ordnung. Das wird nicht weiter schwer. Bringt dir aber auch nicht viel ein. Wir werden sehen. Okay, wo geht's zur Arena? Wo ist denn die Arena? Ist das da hinten?
Die Beere nehme ich mal mit. Komme ich da hoch? Ich glaube, ich lege mich einmal kurz schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Badezuber? Ich kann nämlich hier waschen? Tatsache. Wo ist denn eigentlich Ricardo? Oder wer ist Ricardo? Sam? Domingo? Ricardo? Ich fordere dich zum Kampf in der Arena heraus. Paus Maul? Warum nicht? Komm mit. Ich hoffe, der klaut mir jetzt nicht mein Schwert oder so. Na, dann zeig mal, was du kannst. Konterparade bin ich kein Fan von. Von hinten auch noch. Bin ich tot? Gold kann man immer gebrauchen. Hey! Gold habe ich noch. Arschloch. Mann, bist du schlecht. Ich war noch nicht ganz warm. Wir wiederholen den Kampf in der Arena. Später. Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Sagt wer? Der Arbeiter Danny. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf deine Unterstützung. Arbeiter sind mir egal. Ist ja interessant. Domingo? Ah, okay. Mit ihm kann ich auch in die Arena. Wegen Broger? Wegen Broger. Brogers Kämpfer machen Arena-Kämpfe. Brogers Kämpfer machen Arena-Kämpfe. Stimmt, du hast recht. Das könnte eine Möglichkeit sein, Broger zu erledigen. Du müsstest nichts weiter tun, als Broger zu einem Kampf herauszufordern und zu gewinnen. Wenn er erstmal auf die Knochen blamiert ist, gegen einen Neuling verloren zu haben... Das ist nicht dein Ernst, oder? Würde aber prima funktionieren, wenn der Kerl nur nicht so stark wäre. Ich könnte trainieren. Wenn du es tatsächlich wagst, ihm in der Arena gegenüberzutreten, solltest du sehr gut vorbereitet sein. Ich hab's Vielleicht nicht mal gegen... bist du ja gut genug. Wer Nein. weiß? Nein. Wie soll ich mit meiner miesen Ausrüstung Broger besiegen? Wie soll ich mit meiner miesen Ausrüstung Broger besiegen? Wenn du eine bessere Waffe brauchst, dann gehst du am besten zu unserem Schmied Oscar und kaufst ihm eine ab. Und wenn das nicht reicht, um Broger zu besiegen, dann fällt mir dazu nur noch eins ein. Magie. Soviel ich weiß, handelt Robert, unser Sumpfbauer, manchmal mit Novizen aus der Hafenstadt. Vielleicht kann er dir was zu deinem Schutz geben, wenn du gegen Broger antrittst. Wegen deiner Jagdgeschäfte? Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich habe mich mal ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Ah, gut. Und jagen Doug und Louis ordentlich? Ja, ich fürchte, du solltest dich mal nach neuen Leuten umsehen. Ja, ich verstehe schon. Trotzdem danke für die Nachricht. Hier, nimm. Tja, dann bleibt jetzt nur noch eine Sache. Ich muss selbst wieder jagen gehen können. Okay, und das bedeutet, ich muss Broger irgendwie besiegen.
Der Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Dein Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Na und? Wen interessiert das? Hast du nichts Besseres zu tun, als mir damit auf den Sack zu gehen? Geht so. Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Ja, gab jedenfalls Erfahrungspunkte. Hawkins? Was gibt's? Was habe ich noch für Quests? Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Hawkins erzählt mir, dass er nicht weiß, wie er die Arbeiter dazu bringen soll, die Artefakte zu bergen und zu Beppo zu bringen. Roger schickt die Kämpfer nicht los, um die Arbeiter zu beschützen. Und der Goldrausch vergiftet die Gemüter der Arbeit. Vielleicht sollte ich mal mit Roger und den Arbeitern reden. Alle Arbeiter tragen Arbeiterkleider und sind mal... Ja, okay. Ja, verbotene Spiele? Roger will, dass er dafür sorgt, dass Clay, der am Lagerfeuer herumhängt, den Wachposten von Phil im Osten beim Sumpfbauern übernimmt. Hier, Clay? Müsste er nicht hier sein? Clay! Was ist? Müde? Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? Was machst du hier? Was machst du hier? Blöde Frage, ich schieb hier Wache! Ja klar, das sehe ich. Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten? Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten, hm? Verpiss dich! Beweg deinen Arsch. Oder was? Ich glaube, ich hau dir jetzt ein bisschen was aufs Fressbrett. Ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein ich bisschen mal. Aufs Fressbrett. Du willst dich prügeln? Na gut, kannst du haben. Na dann zeig mal, was du kannst. Ich hab Riss. Weh, nein, 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 steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Gold kann man immer gebrauchen. Wo ist mein Schwert? Hat er jetzt mein Schwert? Nein. Oh nein, ich hab hier jetzt... Nein. Okay, aber dann können wir das mit ihm nochmal versuchen. Na dann zeig mal, was du kannst. Mist. Jetzt weichen die richtige Richtung aus. Kann man immer gebrauchen. Nimm nicht mein Schwert.
ist ja richtig beschissen hier mit das Kämpfen auch noch. Mann. So. Sollte. Jetzt speichert es auch nochmal. So, ich habe jetzt kein Fleisch mehr. Vielleicht hier nochmal speichern. Was ist? Müde? Was willst du denn von mir? Was machst du? Na dann zeig mal, was du kannst. Ja. Komm. Ah. Alter. Ey, ich drück doch Y. Nicht schon wieder. Ja. Geht mir da gerade auf den Sack. Wir können hier gar nicht kämpfen. Das ist ja richtig beschissen. So, nochmal. Was? Na dann zeig mal, was du kannst. Nicht schon wieder. Hör auf. Das geht doch nie gut. Alter. Hör auf. Wir kommen hier gar nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vor allem, wir haben auch nur noch 55 Gold und ich will ihm die nicht geben, damit er seinen Arsch bewegt. Da ist noch ein Bierchen, aber... ja. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Gut. Was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich denn? 8 Eisenerzbrocken mindestens für ein Einhandschwert. Bastardschwerter brauchen 10 und Zweihänder 12 Eisenerzbrocken. Okay, haben wir nicht. Ich habe nur einen. Zeig mir deine Ware. Kann ich ihm irgendwas andrehen? Gerolltes Braukraut wirkt entspannend. So. Hornmuschel. Kann er auch haben. Was ist das? Kaltes Herz. Ein vermodertes Herz einer Sumpfleiche. Ja, komm. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Geld. Ich spreche nicht mit dir. Lass mich bloß in Ruhe. Ich glaube, ich müsste vielleicht einmal zu den Magiern da wieder hingehen. Und gucken, ob die irgendwie so eine Witzrolle haben. Damit ich das an Rachel anwenden kann, damit die wieder mit mir redet.
Eine Scherzrolle oder wie das heißt. Ich finde es heftig, wie hier gerade am Anfang jeder uns aufs Maul hauen kann. Ja, aber ist irgendwie auch typisch bei Piranha Bytes. Nicht zu übermütig werden. Ich will eigentlich immer noch meine Dingensrüstung haben. Ich will eine bessere Rüstung haben. Achso, und hier vielleicht am Wasserfass. Oder Neil? Jetzt nicht. Okay, warte mal. Wir haben doch eigentlich so ein Dings hier. Was passiert, wenn ich das hier nehme? Riecht schon mal nicht schlecht. Okay, Erfahrung habe ich dafür bekommen. Riecht schon mal nicht schlecht, sagte er. Oder vielleicht... Warte mal. Erst in einem Trank entfaltet diese Wurzel ihre ganze Kraft. Selten in der Alchemie sehr begehrt. Für das ganze, eine lange Reise ist eine Erfahrung für das ganze Leben. Seine stärkende Wirkung ist legendär. Ich. Lebensenergie plus 5, Mana plus 5. Geld für diese Pflanze zu bezahlen. Kraut, okay. Kraut kann ich einfach so verkaufen. 10 ist es wert. Hähnchenkeule. Rum, Grog, Wein, Wasser, Milch. Okay, Getränke machen nur Mana irgendwie. So, dem Wolf gehe ich mal aus dem Weg. Tristan, lass uns handeln. Lass uns handeln. Hat er so eine Rolle, die ich haben möchte? Er hat eine Sichel, Knüppel, Ring. Hat er nicht. Aber ich kann ihm jetzt das Kraut andrehen. 12 Gold? Ist das nicht 10 wert? Was ist das denn? Ein Ei? Was soll das? Warum schleichst du hier herum? Okay, Ei darf ich nehmen. Ich kann jetzt nicht. Okay, Benny kann nix. Hallo. Der macht nix. Mach was anderes. Okay, da haben wir noch so ein Ding. Und noch ein Ei. Fleisch bekommen. Nice. Wichtelkappe. Mana-Pilz. Ein Grabstein. So enden wir alle mal. Ruhe in Frieden. Ein Grab. Ruhe in Frieden.
so enden wir alle mal. Da liegt auch noch ein Ei. Oh, drei Eier. Da liegt auch noch eins. Und hier auf. Was mache ich jetzt mit so vielen Eiern? Kann ich die kochen? Ich hoffe, das Viech lässt mich jetzt in Ruhe. Oh, der ist mir zu nah. Da ist noch ein Pilz, den würde ich gerne mitnehmen. Was wäre, wenn ich jetzt da runtergehen würde? Klar, erstmal gegen den Wolf. Da ist ja noch ein Wolf. Okay, ich dachte nicht, dass ich das jetzt überlebe. Kann sein, dass sie gegen die da. Obwohl, das sind nur Dodos, ne? Sind die stark hier? Ja. Die sind stark. Ich glaube, den Kampf werde ich nicht überstehen. Okay. Ich ess mal was. Essen bringt mir gerade so viel. Wow. Alles schon verbraucht und bis auf ein Brot. Ich guck mal, ob ich so dran vorbeikomme an dem. Vielleicht gibt es doch noch irgendwie einen anderen Weg in die Stadt rein. So, dass ich in die Stadt rein und raus kann. Ich hoffe, die Viecher lassen mich gleich in Ruhe. Oh nein. Alter, sind das viele Viecher. Hi. Los, hinterher! Nein, hier! Die Viecher, nicht mich! Die Viecher! Ich erwisch dich noch! Mach die Viecher platt! Dich sollen die Monster fressen! Ja, die Monster wollen mich fressen,
Der eine ist noch hinter mir her und auch. Nein. Das sind aber viele. Lassen die auch irgendwas von mir? Nicht hier losgeworden? Tja. Da will ich jetzt nicht hin. Ich habe aber auch gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Werden Banditen, ich komme da gerade einfach nicht weiter. Vor allem, weil ich das mit Rachel verkackt habe. Und den Speicherstand nicht mehr habe, wo ich das verkackt habe. Daher brauche ich jetzt so eine Dingsrolle. Oder ich gehe in die Stadt und gucke, ob wir da vielleicht erstmal weiterkommen. Und da dann irgendwie einen Weg finden, immer wieder rauszukommen. Wie viel Gold haben wir denn? 106. Und in der Stadt werden wir fürs Erste hoffentlich sicher. Ach, diese Igel... Ja, dann gehen wir erstmal in die Stadt und essen nochmal das letzte Stück Brot. Jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Leto, lass mich jetzt in die Stadt. Lass mich jetzt in die Stadt. Gut, wenn du willst, lasse ich dich rein. Vorausgesetzt, du hast das Gold. Ja, hier ist dein Gold, lass mich in die Stadt. Ja, hier ist dein Gold, lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Viel Glück, du kannst es brauchen. So, und da wären wir jetzt in der Stadt. Und ich würde sagen, wir erkunden hier ab der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!